Was ist besser, aktives oder passives Investieren? Heute duellieren sich Gerd Kommer und Max Otte. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back. Und heute haben wir ein ganz besonderes Format für euch am Start. Es ist sozusagen eine Weltpremiere. Kann man wirklich stolz behaupten, mit zwei tollen Gästen. Und zwar haben wir unser erstes Streitgespräch, Duell könnte man auch sagen. Und wir haben uns nicht irgendein Thema dafür ausgesucht, sondern es ist wirklich eine Grundsatzdiskussion hier auf YouTube. Was ist besser, aktives oder passives Investieren? Und Mario hat es schon angesprochen, wir haben zwei Special Guests heute am Start, nämlich Dr. Gerd Kommer und Professor Max Otte. Herzlich willkommen, liebe Herzlich Herren. Willkommen. Wir freuen uns wirklich, dass Sie da sind, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und wir werden Sie jetzt beide gleich erstmal kurz vorstellen. Ja, fangen wir mit Ihnen an, Herr Otte. Die meisten Zuschauer dürften Sie kennen, weil Sie dieses Buch geschrieben haben. Und da haben Sie ja den Crash auch erfolgreich angekündigt. Natürlich kennt man Sie auch mittlerweile als Crash-Propheten, Börsenguru, wie auch immer, aus dem TV und so weiter und so fort. Sie haben auch als Uni-Professor gelehrt und sind Berater des Max-Otte Vermögensbildungsfonds. Und damit vertreten Sie natürlich die aktive Seite. Also wir sind sehr gespannt, ja, auf Ihre Argumente. Und die Gegenposition werden Sie einnehmen, Herr Kommer. Sie haben jahrelang in leitender Funktion für die Depfer Bank in London gelebt. Zumindest habe ich das Ihrer Homepage entnommen. Aber nicht nur das. Sie haben auch zahlreiche Bücher geschrieben zum Thema passives Investieren, so ist es richtig. Und zwar unter anderem diesen Klassiker hier, ist heiliger für manchen als die gute alte Bibel. mittlerweile sind Sie auch geschäftsführender Gesellschafter der Gerd Kommer Invest GmbH. Mhm. Und die erste Frage richtet sich jetzt auch gleich an Sie. Und zwar, Herr Kommer, möchte ich gerne von Ihnen wissen, würden Sie Herrn Otte für den aktiven Fonds Ihr persönliches Geld anvertrauen, damit Herr Otte damit arbeitet? Grundsätzlich würde ich das natürlich machen, weil ich Herrn Otte für einen sehr vertrauenswürdigen Menschen halte, keine Frage. Aber Scherz beiseite, nein, ich investiere mein Geld einfach so, wie ich es in einem Buch zum Beispiel dargestellt und empfohlen habe. Passiv mit klein bisschen Turbo, das heißt also im Neudeutsch Smart Beta mäßig, also mit Betonung von Faktorprämien wie dem Small Cap Effekt, dem Value Effekt und anderen Faktorprämien auf ganz, ganz sturer Buy and Hold Basis. Ich habe vor 25 Jahren ungefähr angefangen so zu investieren. Ich habe in meinem ganzen Investorenleben in diesen 25 Jahren, das kann ich rein gewissens sagen, noch nie etwas verkauft, außer mal einen teureren alten Indexfonds gegen einen neuen, billigeren Indexfonds ausgetauscht und bin damit sehr gut gefahren. Dabei habe ich auch natürlich, das ist ganz wichtig beim Passivinvestieren, Kosten minimiert. Das ist einer der großen Vorteile von Passivinvestieren, ja. Aber nochmal, dem Herrn Otte persönlich würde ich natürlich schon mein Geld anvertrauen. Herr Otte, vielleicht entgegnen Sie Herrn Kommer, warum das möglicherweise ein großer Fehler ist, nicht mit größeren Summen in Ihren Fonds zu investieren. Also das soll ja ein Streitgespräch werden, aber im Moment ist das sehr nett und ich danke Ihnen auch für die Komplimente bzw. für das Vertrauen. Natürlich würden Sie so investieren, wie Sie investieren wollen. Auch hier Respekt, 25 Jahre nichts verkauft haben, das schaffen die wenigsten, das schafft auch nicht mal Buffett, aber der macht es ja auch richtig, wenn er verkauft, der kann das ja auch. Der ist ja auch ein aktiver Investor, der das passive Investieren für viele als Grundvariante empfiehlt. Also das ist eine große Leistung. Ich bin da anders drauf. Ich investiere aktiv, aber Sie sind auch nicht mein ganz typischer Kunde, Sie sind Fachmann, sondern für mich ist der Kunde derjenige, der einen Wegweiser haben will durch die Welt der Finanzen, der auch seinen Fondsmanager kennen will, der wissen will, warum der Fondsmanager so entschieden hat und nicht anders, denn eine solide Rendite am Ende haben will. Also das wären die Investoren für mich. Von daher glaube ich, dass da auch bei dieser ETF-Schwemme und bei der Schwemme der passiven Produkte ein ganz starker Bedarf dafür da ist, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann, der auch sich rechtfertigt für das, was er tut, der auch sich rechtfertigen muss, der auch einen drüber bekommt, wenn es mal nicht so gut läuft. Denn mit passiven Produkten sind Sie nie falsch. Sie sind immer, und das ist auch der große Hintergrund der passiven Produkte, dass viele Family Offices, viele Manager, viele Banken das gerne verkaufen, weil sie nie die Schuldigen sind. Man hat den Index selber ausgewählt als Kunde und dann ist man halt immer beim Index und wenn es schlecht läuft, gibt es keinen, den ich verantwortlich machen kann. Ja. Wenn es bei mir schlecht läuft, dann stehe ich dafür gerade und kann sagen, diesen Fehler habe ich gemacht,
das habe ich auch gut gemacht in den guten Jahren. Das ist der Unterschied. Wir waren gerade schon bei Buffett, Sie haben ihn angesprochen. Jetzt hat der gute Mann ja wirklich einiges richtig gemacht bei der Aktienauswahl. Also ich würde es mal sagen, besser kann man es schwer machen. Und selbst Buffett trommelt ja mittlerweile für ETF und sagt, ja, das würde eigentlich seinen Nachfahren oder auch seinen Freunden empfehlen. Was würden Sie jetzt Buffett entgegnen? Buffett ist ein Genie. Der ist unerreicht. Also es gibt ein paar, die genauso gut sind wie er, aber ganz, ganz wenige. Und keinen, der es über so einen langen Zeitraum so gut gemacht. Der ist einfach eine Klasse für sich selber. Er hat jetzt auch gerade wieder eine Wette gewonnen, einen ETF gegen einen Hedgefondsmanager. Aber das ist auch eine einfache Wette. Die würde ich auch jederzeit mit einem ETF eingehen, weil der Hedgefondsmanager ein Dach-Hedgefondsmanager war, der mit 6% plus Gebührenbelastung gegen ihn angeht. Also die Hedgefondsbranche, die kann man sowieso im Großen und Ganzen als Gesamtheit knicken, weil die Gebühren zu hoch sind, das ist völlig klar. Das hat er gewonnen. Und Buffett hat diese Empfehlung aber gemacht, und das ist das Entscheidende. Mit einem einfachen Index, S&P 500, Dow Jones, MSCI, also es gibt vielleicht 5 Indizes auf der Welt, in die man passiv investieren kann. Und die anderen 4.995, die es allein in den USA gibt, die sollte man vergessen als Privatanleger, weil das dann schon wieder nicht passives Investieren. Eine aktive Strategie mit passiven Produkten, das darf nicht passieren. Wenn ich passiv investiere, darf ich wirklich nur in den breitesten Index überhaupt gehen und nichts anderes machen, sonst bin ich wieder aktiv. Das ist eben genau der Knackpunkt an der Sache. Sie haben sich in Ihren Büchern ziemlich wissenschaftlich mit dem Thema passiv investieren bzw. mit Indexfonds und ETFs beschäftigt. Jetzt habe ich einen prominenten Antagonisten zu diesem Thema gefunden, und zwar Robert Shiller, seines Zeichens Nobelpreisträger, der sagt, ich zitiere, all dieses Gerede von Indizes, es verwässert unseren Intellekt. Er geht sogar so weit, ETFs als Pseudowissenschaft zu bezeichnen. Was sagen Sie dazu, Herr Kommer? Ich habe das YouTube-Video auch vor ein paar Tagen gesehen, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich hatte im ersten Moment den Eindruck, dass Herr Schiller, jetzt muss ich ein bisschen despektierlich, bin entweder übermüdet war oder betrunken, aber wie auch immer, kleiner Scherz am Rande. Nein, hat er tatsächlich gesagt, ich kann das Video als Entertainment tatsächlich nur empfehlen. Punkt 1, Herr Schiller war schon immer jemand, der die Informationseffizienz der Märkte, also die berühmte Efficient Market Hypothese, bestritten hat. Ja, die kann man ja auch in die Tonne kloppen. Genau. Die Märkte sind ja auch nicht effizient. Das ist das Ineffizienteste überhaupt, was es gibt. Aber da können wir später drüber sprechen. Genau, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber er hat, wie Herr Otte jetzt auch, die Informationseffizienz der Märkte schon immer bezweifelt. Und vor diesem Hintergrund, also Indexfonds und passiv investieren, leitet sich im Wesentlichen aus der Validität dieser Hypothese ab, ja, der Informationseffizienz. Mit anderen Worten, Preise von Wertpapieren reflektieren alle öffentlich. Da muss ich aber auch widersprechen. Beim Buffett ist ja auch sagt er auch, die Märkte sind ineffizient. Er sagt, für den Breiten ist trotzdem der Breite-Index klar. Also, wir haben auf der Welt ganz kurz jetzt nur Abzweig, vermutlich über 100.000, vielleicht sogar 200.000 Fondsmanager. Wenn das Ganze ein reines Glücksspiel wäre oder ist, wie sozusagen das Generieren von Outperformance ein reines Glücksspiel ist, ist selbstverständlich eingegeben, dieses Glücksspiel gewinnen. Ne? Also es gibt ja auch einige Leute, die Lotto gewinnen, aber man kann mit Lotto nicht systematisch reich werden. So, aber zurück zum Thema. Also wie gesagt, das ist überhaupt nicht überraschend, und selbstverständlich gibt es Wissenschaftler, die eine andere Position vertreten, die also sozusagen nicht die Position von passiv investieren und der Markteffizienz vertreten, und das ist völlig legitim. In der Medizin, in der Physik gibt es völlig konträre Positionen. Also ich habe damit, weder ist es überraschend, noch habe ich ein Problem damit. Also ich finde das spannend, dass Sie jetzt die Brücke ziehen von Markteffizienz zu passiv. Die habe ich so noch nicht, oder die will ich so nicht akzeptieren, weil für mich die Märkte absolut manisch, depressiv, verrückt, crazy. Finanzmärkte sind das Verrückteste überhaupt. Die sind kleinhirngesteuert, wie man von Daniel Kahneman weiß. Die sind einmal manisch, übertreiben, einmal depressiv. Also ich glaube, der Buffett, der das ja auch jederzeit unterschreiben würde als genialer Investor, hat es anders gemeint. Er hat gesagt, wenn ich als kleiner Privatanleger investieren will, passiv, dann sollte ich meinen Fondssparplan machen, eisern auf einen breiten Index, sodass mir nicht viel passieren kann. Keinen Spezialindex, keine Strategien, kein Smart Beta, keine all diese Dinge, die jetzt schon von der Finanzbranche rausgeworfen werden, sondern ganz einfach breit im Markt dabei sein, fondssparplanmäßig, obwohl der Markt ineffizient ist. Also Indexfonds oder Index-ETFs als Möglichkeit in einem ineffizienten, von der Psychologie getriebenen Markt langfristig zu niedrigen Kosten profitieren. So hat der Buffett das gemeint. Also ich glaube nicht, dass er das unterschreiben würde, dass der Markt effizient sei.
Aber ganz kurze Anmerkung dazu. Es ist ja statistisch erwiesen, dass viele Fonds einfach den Markt nicht schlagen. Also wie gesagt, den Markt schlägt ja grundsätzlich keiner auf Dauer. Ja, das ist die Leier, die immer kommt. Ich habe jetzt über meine letzten 9 Jahre Anlegerlaufbahn ungefähr knapp 9% gemacht. Wenn Sie es mit dem MSCI vergleichen, ist es knapp drunter. Wenn es DAX, liegen wir knapp auf DAX. Über dem Eurostox liegen wir weit. Also die können natürlich auch immer mit irgendeinem Index vergleichen. Diese 9% sind real. Die Kunden wissen, der Otte beherrscht sein Handwerk, vielleicht gibt es welche, die besser sind, vielleicht gibt es welche, die schlechter sind. Es ist ja nicht so, dass ich mich an einem Index messen muss, sondern die Referenz ist doch, was hätte der Anleger gemacht, wenn er auf sich alleine gestellt gewesen wäre. Mhm. Und dann bin ich wieder dabei, dass der Anleger dann alles für sich macht. Wenn er ein MSCI gemacht hätte, wäre er besser gewesen. Wenn er Eurostox gemacht hätte, wäre er schlechter gewesen. Wenn er DAX gemacht hätte, wäre er ungefähr gleich genug gut gewesen. Also, Herr Urte, passiv investieren heißt global, in erster Linie heißt das zunächst mal global diversifizieren, nicht auf einzelne Länder, einzelne Branchen, einzelne Manager zu setzen, richtig, sondern global diversifizieren. Es heißt zweitens buy and hold anlegen, also nicht laufen rein und raus. Richtig. Wenn das jemand gemacht hätte vor 9,7 Jahren, vor knapp 10 Jahren, als Sie Ihren ersten Fonds aufgelegt hätte, hätte er, Sie haben es ja gerade selber gesagt, etwa das gleich verdient, sogar einen Schnaps mehr, mit einem Indexfonds damals bei etwas geringerer Volatilität. So, Sie sozusagen sprechen mir aus dem Mund. Ne? Also mit einem einfachen, denkbar einfachen Ansatz, der sich aus der Wissenschaft ableitet, hätte man genauso gut investieren können, sogar vielleicht noch einen Tick besser, als Sie das geschafft haben in Ihrem ältesten Fonds. Und die Realität, Herr Lochner hat es vorhin mal angedeutet, ist so, dass je nach Betrachtungszeitraum zwischen 50% und 100% aller Fonds ihre Benchmark, ihre korrekt gewählte Benchmark nicht schlagen und die Minderheit, also die anderen 50% oder 0%, die es getan haben für dieses Zeitfenster, entweder ein Jahr oder 20 Jahre, diese Minderheit wechselt ständig, sie ist nicht prognostizierbar. So, und deswegen ist es einfach eine schlaue Sache, in passive Produkte auf Buy-and-Hold-Basis zu investieren, möglichst breit anzulegen und nicht in Nischenindizes. Und Herr Lochner hat es, glaube ich, auch gesagt. Das wird Ihnen ja förmlich aufgedrängt, der ganze Nischenschrott. Dann gibt es ein Low Carbon, dann gibt es ein High Beta, dann gibt es ein Diesel, Low Beta natürlich. Genau. Und diese ganzen Produkte gibt es auch im aktiven Bereich. Und dann gibt es Sachen, im Aktienbereich auch. Und das, also back to basics. Ja, also auch bei den Fonds muss der ganze Schrott wieder weg. Aber klar, das klingt so spannend. Das ist für den Einzelnen nicht so einfach zu sagen, ich mache jetzt meinen S&P 500 und halte den 10 Jahre durch. Da bewundere ich Sie auch dafür, dass Sie das 25 Jahre schon machen. Und meine Zielrendite für meine Anleger ist nicht, dass ich irgendeinen Index schlagen möchte. Ich glaube, das interessiert letztlich auch keinen Anleger. Ich habe gesagt, irgendwo, wir sind am Aktienmarkt, ich möchte 10% abliefern, ich habe 9 abgeliefert. Ich bin also an meinen eigenen Maßstäben im Moment nicht ganz dran. Ich hoffe, dass ich da hinkomme. Und ich glaube, ein Anleger möchte einfach wissen, was kann ich mit verdienen. So messe ich mich. Ja, aber zum Beispiel hätte ein Anleger wissen können, dass der Max Otte PI Value Fonds für knapp 10 Jahren einer der besseren Fonds sein wird, unter den 5.000, die es allein in Deutschland gibt, weltweit natürlich viel, viel mehr. Statistisch gesehen hätte er irgendeinen anderen Fonds gewählt, weil es nämlich sozusagen Ihren Fonds zu wählen war, die Chance 1 zu 5.000 etwa. Statistisch, genau. Ich sehe das natürlich anders. Und die meisten deutschen Anleger haben nicht in ihren Fonds investiert und die sind vermutlich schlechter gefahren. Richtig, die sind schlechter gefahren. Genau. Aber sie wären noch besser gefahren, wenn sie vor 10 Jahren das, was zum Beispiel, was die Wissenschaft, was viele Wissenschaftler, Herr Schiller ist eine Ausnahme, empfehlen. Eine rühmliche Ausnahme. Genau. Eine lobende Ausnahme. Nämlich passiv investieren. Also mit anderen Worten, das, was Sie gerade ein bisschen der ETF-Branche oder dem sogenannten Passivlager ankreiden, das ist ja gar nicht passiv investieren. Also in Low-Carbon-Fonds oder, keine Ahnung, den Ägypten-Fonds oder den Silver-Economy-Fonds zu investieren, ist ganz klar nicht passiv investieren. Ja, natürlich, aber das ist die Abzockmasche, die jetzt schon wieder läuft. Wenn ETFs auf jeder Titelblatt prangen und wenn das die neue Geheimwaffe ist, ist in der Finanzbranche immer so, dann wird das Ding gepusht bis zum Erbrechen und die meisten Leute können nicht differenzieren zwischen einer nüchternen Basic-ETF-Strategie und einem nüchternen
Mischfonds oder vermögensverwaltenden Fonds, wie ich ihn mache, und dann fallen sie wieder drauf rein, kaufen wieder allen möglichen Schrott. Also das Problem, dass es zu wenig Diversifizierung, also eine Scheindiversifizierung ist bei den ETFs, weil, wie gesagt, die sind ja oft auf Branchen oder auf einzelne Länder, sogar der MSCI World ist mehrheitlich USA eigentlich, weil die Leute immer denken, sie kaufen die ganze Welt, aber eigentlich ist ja sehr viel US drin. Genau, also Herr Lochner, Sie sprechen einen ganz entscheidenden Punkt an. Mit ETFs investieren heißt nicht zwangsläufig passiv investieren. Im Gegenteil, dass die ca. 4 Billionen, also 4.000 Milliarden Assets under Management Volumen in ETFs wird überwiegend zu Market Timing, zu spekulativen Zwecken benutzt. Ne? Und da sind Herr Otte und ich uns einig. Und vieles davon sind irgendwelche Nischensegmente oder das schnelle Rein- und Rausgehen. Hedgefonds nutzen ETFs für High-Frequency-Trading und Day-Trading. Das ist nicht passiv investieren. Und da werden passive Produkte im Grunde genommen aus meiner Sicht so ein bisschen missbraucht oder zumindest extrem missbraucht. Nicht aktiv. Das ist einig, ja, wunderbar. Also, ja, aber ich meine, das ist das Problem. Die Leute denken, sie sind in einem liquiden Produkt, auch wie bei den Anleihen-ETFs, wo dann, wenn irgendwann jetzt diese Schuldenblase platzt und einige Anleihen dann platzen, dann geht keiner, dann gibt es keinen Markt mehr für diese ETFs. Wir haben das vor ein, zwei Jahren schon gehabt, als der Index 10% fiel und die ETFs um 30%. Da entsteht eine Riesenblase, da entsteht die neue Abzocke. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand auf einem Basisindex wirklich passiv, langfristig Vermögen aufbaut. Das ist eine gute Alternative zu einem vermögensverwaltenden Mischfonds, dem man was zutraut. Also sind beides echte Alternativen, aber der Missbrauch, der grobe Missbrauch dieser Masche. Und es ist ja auch so, also Calvin fragt Hobbes in einem Comic, wie ist das mit den Brücken? Wie testen Ingenieure das? Und sagt Hobbes, ja, also die fahren dann mit einem Lastwagen drüber und wenn sie hält, fahren sie mit einem schwereren Lastwagen drüber und irgendwann bricht das Ding zusammen, dann wissen sie, was die Brücke aushält und dann bauen sie wieder. Ingenieure machen das nicht so, natürlich. Aber die Finanzbranche, die macht das so. Die macht das so mit Subprime-Produkten, sie macht das jetzt so mit ETFs. Es werden ganz viele Menschen ganz, ganz böse abgezockt werden, ganz, ganz böses Erwachen haben, weil sie ETFs gemacht haben. ETFs als die neue Massenvernichtungswaffe am Kapitalmarkt, Herr Kommer, Entschuldigung. Ja, was sagen Sie dazu? Ja, das ist wirklich Unsinn, Mumpitz. Ich habe das ja gesagt. jeder Mensch. Deswegen kannst du ja trotzdem Mumpitz sagen. Ja, das ist richtig, aber ich dachte. Jeder Mensch hat das Recht, auch mal Unsinn zu reden. Tue ich auch ab und zu. Aber nein, also. Irgendwelche ETFs, die Nischensegmente des Marktes abbilden, sind selbstverständlich, oder nur in ein solchen ETF zu investieren, das ist kein Passivinvestieren. Okay, gut, haben wir, glaube ich, verstanden. Und ETFs sind lediglich eine Verpackung. Ne? Ich kann High-Yield-Anleihen, also Junk-Bonds, ich kann ein MSCI Peru oder Ägypten oder sonst was machen. Das hat mit breit diversifizieren nichts zu tun. Das sind, wenn Sie so wollen, wenn Sie nur in sowas investieren, natürlich aktive Wetten. Diese ETFs sind genauso liquide oder illiquide wie die Underlyings. Also wenn ich einen ETF aus deutschen Mittelstandsanleihen kreiere und dann kommt der Crash, dann werden sich die Spreads für diese Anleihen dramatisch erhöhen, ausweiten. Die werden nämlich vielfach gar nicht mehr getradet. Da gibt es einzelne Anleihen, die monatelang nicht getradet werden können. Und dann können Sie beobachten, weil nämlich die Verpackung der ETF liquider ist als die einzelnen Assets, dass sozusagen die Kurse, die absolut stale sind, also sich monatelang nicht bewegen, weil kein Mensch mehr kauft und verkauft, 100 Cent und der ETF-Kurs ist meinetwegen nur 90. Das ist aber im Grunde genommen nicht die Schuld des ETFs, sondern einfach... Aber sie kommen nicht aus dem ETF raus. Ja, das ist aber die Mechanik, die dann ist. Also sie kommen eben, es ist illiquider, sie kommen nur mit größeren Verlusten raus. Das Problem wird aber... Weil die eben gesagt haben, Mumpitz, also Massenvernichtungswaffe ist vielleicht übertrieben, aber es wird die nächste Massenabzocke. So wie es jetzt betrieben wird, werden viele Leute, es ist unheilvoll und schädlich, die ETF, der ETF-Wahn. Er wird viele Leute viel ärmer machen und zwar nicht nur über irgendwelche, Sie haben es ja selber gesagt, viele nutzen das aktiv, 50%, sagt man mittlerweile an der New York Stock Exchange, sind schon durch passive Strategien abgebildet. Das ist also mittlerweile wirklich ein Wahnsinn. Mit diesen Spezialprodukten, mit dem Markttiming werden Menschen Geld verlieren. Das nächste ist, wo sie Geld verlieren, sogar bei den großen Produkten werden sie Geld verlieren, weil, das will ich noch ausführen, wir eben auch schon gesagt haben, die MSCI-Geschichte, da ist 50% USA drin. Die USA ist mittlerweile Schiller, da sind wir wieder bei Schiller, oder auch die langfristigen Kennzahlen sagen, US-Aktien sind einfach zu teuer. Also selbst mit einem MSCI
ETF werden Sie auf mittlere Frist underperformen, sagt der aktive Manager. Genau, aber Herr Otte, ich finde es ja toll, dass Sie die in erster Linie all das kritisieren, was seit buchstäblich 50 Jahren gang und gäbe ist in der aktiven Branche, nämlich Abzocke in Form von viel zu hohen Gebühren. Ne? Mhm. Wenn ich Ihre Performance hätte ich mit 30 Basis, mit 0,3%, 0,4% über diese 10 Jahre erzielen können. Hätten wir aber auch keine Garantie vorher gehabt, so haben Sie meinen Namen dahinter gehabt. Die gesamte Fondsbranche nimmt für eine Performance, die letztlich in der Summe die Marktperformance ist und oder sogar schlechter als die Marktperformance ist, Gebühren, die das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache sind als von dem, was sie eigentlich sein sollten. Diese Gebühren kurioserweise sinken auch nicht im Zeitablauf oder kaum. Bei ETFs sind sie in den letzten 20 Jahren dramatisch gesunken. Und dann haben wir die Bernie Madoffs auf dieser Welt, die geschlossenen Fondsskandale auf dieser Welt, den Euribor-Skandal auf dieser Welt. Das sind aber Betrüger. So, und wir haben aber bei der ETF-Marge ein strukturelles Problem. Wir haben, und auch bei den Indizes, wir haben in den USA 4.000 Aktien, 5.000 Indizes. Da blickt der überhaupt niemand mehr durch. Das ist ein struktureller Betrug. So, Bernie Madoff war ein einzelner Betrüger. Eine ganz kurze Frage zu den ETFs, weil es wird ja immer gesagt, ich kriege sozusagen den Markt oder ich kaufe den Markt mehr oder weniger. Ja. Der wird ja immer irgendwie unterschwellig impliziert, sozusagen, der Markt steigt. Und das, also langfristig wird er das wahrscheinlich tun. Aber wir hatten jetzt, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre, weil Sie vorher 9,7 Jahre angesprochen haben, liefen die Märkte jetzt relativ gut. Ja. Konnte man jetzt nicht so viel falsch machen. Wenn jetzt dann mal 3, 5 Jahre, sagen wir mal, wenn es nicht so läuft, dann bin ich beim ETF ja hundertprozentig im Minus. Herr Otte könnte jetzt theoretisch, oder ein aktiver Manager könnte ja dagegen steuern, der könnte theoretisch ja Putz kaufen, sage ich jetzt mal. Also Herr Kommer wird sagen, nie verkaufen oder 10 Jahre oder 15 Jahre. Unser Horizont ist auch 5 Jahre, weil wir auch nicht sagen können, was auf Jahresfrist oder auf 2 Jahresfrist passiert. Aber wir haben zum Beispiel ganz klar mittlerweile USA untergewichtet, weil die Kennzahlen für die USA, das ist einfach jetzt wirklich teuer gemessen an allem, was man hat. Ich hatte jetzt noch Russell Napier zum Vortrag bei mir. Der hat ein Buch geschrieben, Anatomie der Bärenmärkte. 2008 ist auch Finanzprofessor. Also es gibt ja schon Zahlen, es gibt eine simple Finanzmathematik. Ich kann schon sagen, diese Aktie ist auch gemessen am Wachstum teuer. Meistens ist, wenn sie teuer ist, wollen sie alle haben. Und wenn sie billig ist, will es keiner haben. So sind die Märkte. Also ich muss mit der Psychologie kämpfen. Ich habe nur einen Punkt, was Sie eben sagten, Gebühren. Die Gebühren bei uns sind um die 1,8. Davon bleibt ein Drittel. Die Branche frisst wirklich viel auf, das ist aber nicht meine Schuld. Ein Drittel bleibt bei uns und davon bezahlen meine Analysten. Also das ist, wir sind kein großes Haus, das bleibt was übrig, aber es ist nicht so, dass das, also wir sind schon knapp kalkuliert, aber die ganze Regulierung frisst viel auf. Aber Sie wissen, es ist reguliert, ETFs sind auch reguliert, klar. Gleich reguliert, es gibt keine unterschiedliche Regulierung für aber, ETFs. Aber von daher, also wenn man sieht, dass die Total Expense Ratio, klar, theoretisch kann ich die schlagen, dann bin ich aber wieder bei dem Problem. Soll ich jetzt noch einen MSCI World Index? Ich würde sagen, nein. Also dann bin ich wieder als Anleger allein gelassen mit der Entscheidung. Ja. Herr Lochner, Ihre zwei Punkte. Also Punkt 1, wenn die Märkte nach oben gehen, ob kurzfristig oder langfristig, ob sehr hoch, wie Herr Otte jetzt sagt, für Nordamerika weltweit ist das Bewertungsniveau überdurchschnittlich. Also wenn Sie wirklich weltweit berücksichtigen, nämlich auch Schwellenländer überdurchschnittlich, aber nicht dramatisch überdurchschnittlich. Das ist alles das Ergebnis der Handlungen, Käufe und Verkäufe von aktiven Anlegern. Punkt 1. So. Und das ist auch nicht schlecht. Unternehmen produzieren Gewinne und Aktien reflektieren diese Gewinne. Aktienrenditen reflektieren diese Gewinne auf lange Sicht. So. Der erste Punkt. Also wenn irgendjemand Sorge hat über das Bewertungsniveau von Märkten und über die Höhe dieses Bewertungsniveaus, dann soll er das bitte an die Adresse der aktiven Anleger richten, weil die dieses Bewertungsniveau bestimmen. Ich als passiver Anleger, man hat mal ein böses Wort dafür benutzt, ich benutze es bewusst mit, weil es im Grunde genommen, warum nicht, bin ein Trittbrettfahrer. Ich habe keine eigene Marktmeinung, ich möchte einfach nur die Früchte der Weltwirtschaft ernten. Und solange es genug aktive Anleger gibt, es gibt viele Millionen aktive Anleger, werde ich ein passiver Anleger sein. Wenn wir mal keine aktiven Anleger oder zu wenig haben, dann überlege ich mir das nochmal. Wir haben viel zu wenig echte aktive Anleger. Wir haben die Herde, wir haben die
wirklich die Lemminge, die Herde, die rauf und runter rennt. Und da haben wir im Moment, kommt die Herde so langsam an die Aktienmärkte zurück. Die Herde, also wir haben ganz wenige wirklich aktive Anleger, die sich ihre eigene Marktmeinung bilden. Und am wenigsten in den großen Institutionen, die auch nur Indizes abbilden. Also echte, aktive Fondsmanager, die das Handwerk beherrschen, ganz, ganz wenige. So, ich möchte nochmal ganz kurz das aufgreifen, was Sie, Herr Otte, schon angesprochen haben oder angedeutet haben mit den strukturellen Problemen der ETFs. Und es gibt ja hier auf YouTube ganz, ganz viele Videos und auch in den Kommentarspalten wird es immer wieder diskutiert, dass ETFs ja tendenziell quasi die Märkte sowohl nach oben als auch lawinenartig nach unten verstärken können. Wie sehen Sie das, Herr Kommer? Es wäre schön, wenn diejenigen, die das behaupten, sich zur Abwechslung auch mal an der Wissenschaft orientieren würden und Belege, wissenschaftliche Belege, also zum Beispiel wissenschaftliche Studien, die so etwas untersuchen, so etwas analysieren, ob historisch oder theoretisch, dass diejenigen, die sowas sagen, sich in erster Linie mal statt Behauptungen aufzustellen, an der Wissenschaft orientieren. Und es gab historische Crashes, ne, wenn wir die Great Depression anschauen, den großen Crash ab 1929, damals gab es keine Indexfonds. Im Endeffekt, Indexfonds sind einfach nur eine Verpackung für das, was andere, was Anleger tun. Das heißt also, Aktienmärkte sind volatil, es würde rauf und runter gehen, auch ohne ETFs oder Indexfonds. Das war schon vorher so, bevor es Indexfonds Anfang der 70er Jahre gegeben hat. Und die Volatilität der Aktienmärkte hat im Übrigen in den letzten 20, 30 Jahren, wenn man vorübergehende Phasen wie natürlich die große Finanzkrise oder die Dotcom-Blase betrachtet, überhaupt nicht zugenommen. Es ist nicht richtig zu sagen, Aktienmärkte sind heute volatiler oder risikoreicher, als sie es historisch gewesen sind. Volatilität ändert sich. Deswegen kommt demnächst mal wieder eine starke Phase. Gut, starke also auf alle Fälle. Wenn Sie da Worte wie die Wissenschaft in Wissenschaft geht so oder so, Sie hängen halt dieser Religion, diesem Irrglauben an, dass Märkte effizient sind. Ich finde das so abenteuerlich und Buffett findet das abenteuerlich. Und viele gute Aktive, die guten aktiven Hedge, es gibt wenige aktive Hedgefondsmanager und wenige aktive gute Fondsmanager, aber die kommen alle aus einer Schule. Die machen sich ihre eigenen Gedanken, wie Benjamin Graham das gesagt hat. Also du bist nicht im Recht, weil du dich gegen den Markt stellst und du bist nicht im Recht, weil du mit dem Markt gehst. Du bist dann im Recht, wenn du die richtigen Gedanken dir gemacht hast. Aber sich gegen den Markt zu stellen, seine Strategie durchzuhalten, das ist natürlich verdammt schwer. Aber es gibt diese Leute, die kommen auch derselben Schule, die erzielen nach Outperformance. Aber das ist natürlich, wie Buffett sagt, Value Investing ist simple. Also das Prinzip ist einfach, billig kaufen, teuer verkaufen, ja. Wie auch immer man das... Und but not easy, das Durchhalten, die Psychologie, Kahneman, die andere Wissenschaft, die sagt, dass Märkte emotionsgetrieben sind, dass Märkte nicht rational sind, dass Märkte eben Herdenverhalten aufweisen, das ist ja auch Wissenschaft. Aber ist denn das Aktive nicht viel gefährlicher? Weil ich sage mal, ein Mensch ist ja, selbst wenn er es weiß, macht er dann trotzdem... Genau, also das Aktive für den einzelnen Menschen ist in der Tat gefährlich. Der normale Anleger, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, macht dann eher mehr Fehler. Ich habe auch schon viele Fehler gemacht, habe zum Glück etwas mehr richtig als falsch gemacht, wie auch Costolani das von sich behauptet. Das Aktive ist gefährlich, aber das Problem ist ja, dass eben dieser ETF-Float vom echten passiven Investieren ablenkt. Nochmal 25 Jahre auf dem breiten Index setzen, toll, das schafft aber kaum jemand. Und dann fangen die Anleger an, mit ETFs genau dieses aktive Spiel zu spielen. Und das ist dann schlimmer, als wenn sie es mit Einzeltiteln machen. Leute, Sie kritisieren ein Verhalten, das die aktive Fondsbranche, jeder Bankkundenbetreuer und jeder traditionelle Vermögensverwalter ja induziert und dieses Rein-Raus und auf Nischen setzen und Moden und Fads und so weiter. Und das ist eben gerade nicht passiv investieren. Passiv investieren heißt breit diversifizieren mit niedrigsten Kosten und global diversifizieren, nicht in Nischenmärkte. Und jeder einzelne Name, den Sie vorhin genannt haben, Warren Buffett, Kahneman, Benjamin Graham, jeder einzelne von den Namen, die Sie genannt haben, hat in ihrem Leben zuletzt oder überhaupt Privatanlegern, konventionellen, normalen Privatanlegern passiv investieren empfohlen, einschließlich Mr. Graham. Und Buffett möchte es für seine Frau und für seine Familie. Kahneman sagt es auch. Und Kahneman ist ein Wissenschaftler. Also bitte beschimpfen Sie oder kritisieren Sie nicht
den Ansatz, der hinter passiv investieren steckt, für das, was letzten Endes in der aktiven Branche kritisiert den Hype, weil er dann noch ein Punkt zum Schluss. Das ist ja ein Hype, der ist schlimmer als im Aktiven. Also wenn das so bleibt, was Sie propagieren, ist das eine gute Sache, sagt ja auch Buffett. Das wird aber missbraucht. Der Hype, ganz kurz, der Hype. Also das heißt, Sie unterstellen ja, es gibt eine regelrechte ETF-Flut und deswegen könnte sozusagen der Crash, falls er mal kommen sollte, noch schlimmer werden als normalerweise. So, ist denn das ETF-Volumen weltweit am globalen Kapitalmarkt überhaupt so groß im Vergleich zum gesamten Volumen, was dort gehandelt wird, dass das tatsächlich crashverstärkend sein kann? Herr Bautzius, nein. Also es gibt im Internet und in Zeitungen auch, die das aufgreifen, kuriose Marktanteilszahlen. Wer sich mal wirklich mit dem Thema beschäftigt, was ist eigentlich der Marktanteil von ETFs oder von Indexfonds oder von passiv investieren, das sind alles übrigens nicht die gleichen Dinge, und was ist die richtige Bezugsgröße für den Marktanteil, der wird zu dem Ergebnis kommen müssen, ich habe dazu auch mal was geschrieben, dass dieser Marktanteil eben nicht 25% ist, nicht mal 15%, nicht mal 10%. Und dann müssen Sie noch, weil wir hier eben nicht nur über die USA reden und wir reden nicht nur über den sozusagen über börsennotierte Aktien, es kommen dann auch andere Wertpapiere, zum Beispiel Anleihen hinzu. In anderen dann wird es ganz gefährlich. Ja, genau. Und dann kommt noch ein anderer Gesichtspunkt hinzu, die Preisfeststellung an Märkten geschieht nicht dadurch, dass jemand ein Asset, eine Immobilie oder eine Aktie besitzt, sondern dass sie getradet wird, das Trading. Und beim Trading sind die, wenn Sie so wollen, Marktanteilsverhältnisse noch mal viel stärker zugunsten der aktiven Anleger. Das heißt also, ich habe mal gelesen, also wirklich weit über 99% aller Tradings, wenn nicht Derivate, Devisen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, das alles sind integrierte Kapitalmärkte. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Ich kann nicht einfach irgendeine Nische herausgreifen und die als repräsentativ für die Finanzmärkte betrachten, dann ist wirklich 99% dieses Tradings wird von aktiven Anlegern. Ja, aber aktive Anleger, die auch Indexfonds einsetzen, ja, haben Sie eben selber gesagt, das ist das Problem. So, und dann habe ich passiv, wir haben eben gesagt, ETFs ist nicht dasselbe wie passiv, absolut. Und nochmal, dieser Hype wird missbraucht. Der wird missbraucht, wenn ich jetzt schon so viel Spezialfonds habe, ich kann Hedgefondsstrategien abbilden, ich kann Beta abbilden, ich kann verschiedene Faktoren abbilden. Das wird ja von der Branche missbraucht. Wenn ich mich hinstelle als aktiver Fondsmanager, mir eine Marktmeinung, ich sage, S&P 500 ist definitiv zu teuer, da stimmen die KGVs nicht mehr, da sind die Wachstumserwartungen zu. Wie Grantham Management Organization, auch GMO, großer Investor mit 150 Milliarden, die haben gesagt, im Schnitt wird man mit amerikanischen Aktien über 7-8 Jahre 3-4% per annum verlieren. Das halte ich auch für eine ganz gute Prognose, weil die von einer Normalisierung der Margen. Ich muss mir doch intelligente Gedanken machen. Bitte schön, ich bin doch kein Automat, da kommen wir gleich zum Robo-Advising. Und die Leute, die, also in ganz vielen Vermögensverwaltungen wird mittlerweile passiv, aber pseudopassiv empfohlen. Da ist also das ist eine riesen Gebührenmasche. Gerade das ist die Gebührenmasche. Ja. Die Leute sind aus der Verantwortung. Sie empfehlen was Passives. Sie kriegen trotzdem ihre Beratergebühr. Sie stehen nicht aktiv. Die Finanzbranche hat sich dieses Produkt gekapert und sie missbraucht es von vorne bis hinten. Eine Frage: Wie könnte denn der Crash dann theoretisch aussehen bei ETFs oder wie könnte der ausgelöst werden? Ja, das sind zwei Dinge. Also nehmen wir mal Beispiel S&P. Da ist ja nun schon vieles im ETF. Das muss man sagen. Und das sind dann bestimmte Titel. Also die wird dann getrieben, da ist dann natürlich zusätzliche Nachfrage, andere Sektoren des Marktes sind ganz weit hinten gelassen, also da gibt es diese Kluft zwischen den Titeln, die viel in ETFs sind und die Titel, die nicht. Du kannst auch sagen, das ist rational, das wurde gehandelt, der Markt hat recht, ich glaube das nicht, sondern da ist ein Trend am Gange und da ist ein großer Teil des Marktes, der eben in den ETFs drin ist, ist sehr satt und hoch bewertet, der andere ist nach unten so und wenn dann die Leute da raus wollen, dann werden sie ihre Überraschung erleben, weil dann irgendwann sich das Ganze, was sich jetzt positiv verstärkt hat, negativ verstärken wird. Aber die aktiven Investoren haben doch auch den Druck, jetzt sag ich mal, eine Amazon zu haben, eine Netflix zu haben, eine Apple. Also das ist ja jetzt nicht nur von der ETF-Seite. Also Apple haben wir in kleiner Gewichtung, Amazon haben wir in kleiner Gewichtung, Netflix haben wir nicht. Das sind drei völlig unterschiedliche Sachen. Apple ist vom KGV her eher noch moderat, jetzt sind sie gerade gelaufen, da haben sie seit einem guten Jahr, also
Apple hat jetzt Cash bereinigt, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, 16, 17. Das ist der langfristige Durch. Apple ist nicht teuer, obwohl es von der Marktkapitalisierung her das teuerste Unternehmen der Welt werden könnte. Vielleicht das wissen wir nicht. Aber die, ja, also die Billion knacken. Teuerste ist sowieso schon die Billion knacken. Aber die Maße stimmen, die Sicherheit stimmt, haben wir gemacht. Amazon ist eine heißere Kiste, da haben wir auch eine kleine Gewichtung. Da haben wir uns ein Modell gebaut. Was passiert? Amazon erobert eine Branche nach der anderen, sind ja nicht besonders profitabel, weil sie eine Niedrigpreisstrategie fahren, aber sind quasi wie ein virales, so im Nervensystem drin. Was passiert, wenn sie Markt A, B, C übernommen haben und die Margen sich normalisieren? Aber das ist eine ganz kleine Gewichtung, das sind also nicht unsere Schwerpunkte. Bei Herr Otte, das finde ich lustig. Amazon hat ein, als ich zuletzt, das ist auch schon wieder 2-3 Monate her, hinschaute, ein KGV von 150. Also höher bewertet geht nicht mehr. Mhm. Na, und Sie sagen, da wollen Sie rein investieren. Das ist eine große Ausnahme. Mhm. Also im Schnitt haben unsere Titel so ein KGV von 15, 16. Wir haben auch welche mit KGV 5. Warum machen Sie denn dann diese Ausnahme? Weil es in dem Falle tatsächlich, also aber die Gewichtung ist minimal. Mhm. Wir stehen vorne. In der Tat, das muss offen sein, das ist eine Wachstumsgeschichte. Das Unternehmen wächst profitabel, es macht nicht viele Gewinne, aber die haben zum Beispiel im letzten Jahr sind sie also jetzt mit 40% hier und hier gewachsen im Umsatz von der Basis aus. So, nochmal, wenn die irgendwo dann einen Markt erobert haben und einen Schalter rumschmeißen, dann sind sie Oligopolist oder Monopolist und dann können die Gewinne relativ schnell hochgehen. Wir haben da ein bisschen durchgerechnet. Aber Sie sind ein schönes Beispiel, also ein aktiver Anleger, der dazu beiträgt, dass ein spezifisches Unternehmen, das ich für ein tolles Unternehmen halte, Amazon, aber generell habe ich keine Meinung dazu, eine sehr, sehr hohe Bewertung, eine weit höhere Bewertung als der Marktdurchschnitt hat. Und jetzt picken Sie dann Amazon nicht raus, Sie sind bei uns mit einem, das ist nicht... Wir wollen nicht in überbewertete Märkte investieren. Also, sorry, ja, also dann gut. Also dann Amazon hat bei uns ein gutes Prozent Gewichtung, das ist... Eine große Ausnahme, in dem Fall haben wir es gemacht, aber das ist ja eine Frage eines Risikomanagements. Wir sind in den USA deutlich untergewichtet. Apple ist vollkommen okay vom KGV, von Wachstumszahlen, der Google übrigens auch. Mhm. Vollkommen okay, die haben 20er KGV auf nächste Jahr Cash bereinigt, die wachsen massiv. Genau. Das ist alles okay, also die sind billiger als Nestlé. Da gibt es also, und viele unserer Unternehmen, wir haben also Unternehmen, die haben KGVs von 5, die haben sogar Graham KGVs, also zyklusbereinigte KGVs von 5. Genau. Und ein passiver Anleger hat all diese Unternehmen im ganz, Portfolio. Ganz kurz, aber da sind wir nämlich wirklich bei einem spannenden Thema. Also die Fraktion der aktiven Investoren sagt ja, schau mal, wir schauen uns diese Unternehmen ganz genau an und treffen dann dementsprechend eine Entscheidung, machen eine Bewertung. Diese Analyse fällt ja beim passiven Ansatz dann komplett weg. Genau. Warum ist das gut? Warum sollen wir etwas tun, das bereits Hunderttausende, Herr Otte sagt, es gäbe nur noch wenige aktive Fondsmanager. Nein, es gibt Hunderttausende, es gibt Millionen Menschen, der kleine Daytrader, der schaut, wo kann ich Arbitrage machen, und dann gibt es die Goldman Sachs dieser Welt. Also eine unendlich große Zahl von super professionellen Leuten, die 724, die Wertpapiermärkte, nicht nur den Aktienmarkt, beobachten mit immer mehr sophisticated Methoden, Computer, bla bla bla. Und wenn das alles tausendmal gemacht wird, aber tausendmal, jeden Tag aufs Neue, Trial and Error und so, warum muss ich es denn auch noch machen? Hm. Ich muss doch die Welt nicht jeden Tag neu erfinden. Und da es andere machen und für die Informationseffizienz des Marktes, nicht für die totale Rationalität. Totale Rationalität gibt es nicht. Das heißt, der Markt kann sich selbstverständlich täuschen, aber ich maße mir nicht an, systematisch, also immer, überwiegend wenigstens, schlauer zu sein als der Markt. So. Nur noch mal kurz bei dem Amazon-Beispiel. Das gleiche Problem habe ich noch bei ETFs eigentlich auch, weil wenn ich jetzt eigentlich, sage ich mal, eine gehypte Aktie habe oder die eine hohe Marktkapitalisierung hat, die in einem Index, in einem wichtigen vertreten ist, dann fließt ja von den ETFs da das Geld so ja auch rein. Und deswegen haben wir zum Beispiel Netflix nicht. Also wenn ich jetzt den S&P-Index habe, dann habe ich die ganzen Tech-Werte drin, dann habe ich auch sehr teure Werte drin. Also eine Netflix haben wir deswegen zum Beispiel nicht, aber wir können natürlich falsch liegen, nur sich anmaßen, den Markt zu verstehen oder besser zu sein als der Markt. Nein, das ist nicht die Anmaßung, sondern der Anspruch an mich ist, wenn ich was mache, will ich verstehen, was ich mache, dann will ich das Unternehmen, dann will ich das Geschäftsmodell verstanden haben, dann will ich gucken, ist das
basierend auf meinem Grundwissen, dass der Markt völlig verrückt und völlig irrational ist und ständig spinnt. Aber Sie haben jetzt gesagt, also viele aktive Investoren machen Buy and Hold, sind also auch tendenziell eher passiv. Das ist ja dann nichts anderes als investieren in ETFs, aber dann halt nur mit viel, viel höheren Gebühren. Das ist das, was Herr Kommer zu Recht, kritisiert. Ja. Das machen wir anders. Da gibt es auch die Vermögensverwaltung Mischfonds, gibt es einige, die es anders machen. Dafür kriege ich dann, wenn es gut läuft, viel Lob. Wenn es schlecht läuft, kriege ich richtig eins auf den Deckel. Aber ja, das machen wir nun ganz anders. Wir machen wirklich unser eigenes Ding und davon gibt es aber einige, aber das sind eben nicht so viele. Ein Großteil der Branche folgt letztlich doch dem, was in ist, macht die Moden. Immer wieder sagen Sie die Argumente, die ich eigentlich bringen wollte. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, Herr Otte. Also das ist ja auch eine Form von, naja, man könnte jetzt böse sagen, Abzocke. Also zum Beispiel diese Index-Huggers, sozusagen auf, ja, auf Neudeutsch, ja. Closet-Indexing, also Leute, die letzten Endes versuchen, nie deutlich schlechter als der Index zu sein. Und wenn man das ist, obwohl man ständig unterperformt, Erfahrung zeigt, ziehen die Leute ihr Geld nicht ab. Sie ziehen es erst ab aus einem Fonds, wenn der wirklich, wirklich ganz schlecht läuft. Und so kann ich mit einem Produkt, was eigentlich ein Indexfonds ist, der aber das Doppelte, Dreifache und Fünffache kostet, und im Zeitablauf vielleicht ein ganz klein bisschen sozusagen Assets verliert, 20 Jahre super verdienen. Also was Schöneres gibt es nicht. Darf und da das ein, nenne ich Abzocke. Ja, das ist richtig. Ja, das gibt es da auch. Aber letztlich, also ich habe zum Beispiel aus einer großen Fondsgesellschaft, die bedienen sich dann bei ihren Researchern. Der Fondsmanager researcht nicht selber, sondern es gibt dann Gruppen, die bestimmte Branchen beobachten und da kann er die Studien anfordern. Und das Spannende ist, dass diese Fondsmanager in der Gesellschaft ein Großteil ihrer Zeit damit verbringen, den Fonds Investoren zu erklären. Sie sind also eigentlich Verkäufer, sind nicht Analysten. Also ich würde sagen, bei mir ist das Verhältnis vielleicht 70-30 oder das ist 80-20 sogar. Also ich sitze da und analysiere. Ich was lese, sind die 80 und was sind die 20? 80 ist Analyse, Arbeit mit dem Team. Okay. Aber klar, also das, es gibt auch in der Fondsbranche, aber sagen wir mal, selbst wenn da jemand Index hackt und die Fondsgesellschaft verdient ihr Geld, ist nicht toll. Man weiß halt, auf wem. Die Alternative ist ja, dass ich ganz auf mich gestellt bin und jetzt werde ich sogar noch zum Teilverteidiger dieser Pseudoprodukte, möchte ich sagen, die ja keine echten aktiven Fonds sind. Aber wenn ich ganz allein auf mich gestellt bin, wie gesagt, und ein breites Indexinvestment mit 10 Jahre, 20 Jahre Horizont, das ist nicht einfach durchzuhalten. Die Leute wollen geführt werden, viele, die wollen Rat haben. Es ist leider so, dass im Finanzmarkt der Verstand sehr schnell aussetzt, da kommt die Angst und die Furcht. Und gerade bei vielen einfachen Investoren sind die Emotionen, die Ratio kommt ganz weit hinten. Da bin ich d'accord mit Ihnen und diese Anleger brauchen Unterstützung. Robo-Advisor sind eine Form. Ich versuche es ein bisschen in meinem Buch zu leisten. Wir machen es in meinem Unternehmen für vermögendere Privatanleger. In der Tat, also Anleger können auf sich allein gestellt einiges falsch machen. Aber ich meine, sie sollten, wenn sie Zeit investieren in die Beschäftigung mit Geld, mit Vermögen, mit Investieren, dann sollten sie zum Beispiel anspruchsvolle Bücher lesen. Sie sollten zum Beispiel Zeit investieren in, was ist eigentlich meine Risikotoleranz? Was sind Dinge, die man richtig und falsch machen könnte, statt sozusagen das letzte Modeprodukt finden zu wollen, der letzte Mode hinterherzulaufen dieses ganze rein raus Bitcoin und weiß der Kuckuck was. Das funktioniert eigentlich, dass das Schrott ist mit im Allgemeinen nicht. Da haben wir zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Wir alle versuchen ja auf unterschiedlichste Art und Weise, die Menschen da draußen für das Thema Geld, für das Thema Börse zu begeistern. Jeder hat seinen eigenen Ansatz. Herr Otte, den aktiven, Sie den passiven Ansatz. Ich weiß, Sie hören es nicht so gerne. Und wir stehen auch irgendwo dazwischen. Mal so, mal so. So, aber dieses Streitgespräch hat uns auf jeden Fall großen Spaß gemacht, auch Erkenntnisse gebracht. Schreibt es bitte mal in die Kommentare, Leute, wie ihr das seht und wen ihr möglicherweise am Ende auch einen Ticken vorne seht. Also ich glaube, das war wirklich so 50-50. Mehr Vorlagen gibt es jetzt nicht, um wirklich mal zu diskutieren. Um wirklich mal einen rauszuhauen in den Kommentarspalten. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Lasst bitte auch einen Daumen nach oben da und... Wir sind jetzt raus. Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich. Vielen Dank.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.